Körper. Es ist von Frauen, Kindern, Bericht aus Berlin geht weiter. Spannender Tag heute mit dramatischen Bildern aus Butscha, die uns erreichen. Darüber wollen wir mit dem ukrainischen Botschafter sprechen und mit der Ukraine-Expertin Marie-Louise Beck, die gerade aus der Ukraine wiedergekommen ist. Erstmal gehen wir aber live ins Kanzleramt, weil dort gerade in dieser Minute Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema ein Statement abgibt. Endlich in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kampfhandlung einzustellen. Es ist ein Ukraine. Wir sehen Dutzende erschossene Zivilisten in Buchta, ein Gebiet nördlich von Kiew, das bis vor wenigen Tagen vom russischen Militär kontrolliert worden ist. Straßen übersät mit Leichen, notdürftig verscharrte Körper. Es ist von Frauen, Kindern und Alten die Rede, die unter den Opfern sind. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren. Die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Krieg in der Ukraine befindet sich in der sechsten Woche. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind ihm schon zum Opfer gefallen. Und das Töten geht unvermindert weiter. Ich fordere Präsident Putin und Russland auf, endlich in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kampfhandlung einzustellen. Es ist ein furchtbarer, ein sinnloser, ein durch nichts zu rechtfertigender Krieg, der unendlich viel Leid erzeugt und niemandem nutzt. Er muss aufhören. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann. Vielen Dank. Soweit Bundeskanzler Scholz in diesen Minuten im Bundeskanzleramt. Und wir wollen darüber sprechen jetzt mit André Meldig, ukrainischer Botschafter, ist bei uns. Marie-Louise Beck, guten Abend. Guten Abend. Herr Melnik, fassen wir es noch mal zusammen. Der Bundeskanzler zeigt sich entsetzt. Er fordert lückenlose Aufklärung. Da sollen Beobachter Zugang haben. Er sagt einen sofortigen Waffenstillstand. Das fordert er ja eigentlich immer, immer, immer. Und er sagt, es wird weitere Maßnahmen geben. Damit meint er Sanktionen. Hat sie schon erreicht, über was die Bundesregierung nachdenkt in diesem Zusammenhang? Die Verteidigungsministerin hat im Bericht aus Berlin ja gerade gesagt, da müssen jetzt auch Gaslieferungen in der EU besprochen werden. Also nicht nur besprochen. Also jetzt ist an der Zeit, auch Öl, Gas, Kohle, Embargo einführen, und zwar sofort. Auch Metalle und andere Rohstoffe, die betroffen sind. Nur deswegen kann Putin tatsächlich zur Vernunft gebracht werden. Alles andere würde gar nichts nutzen. Er hat ja auch gerade von weiterer Ausrüstung gesprochen. Hat sie da jetzt ein Signal schon erreicht? Schützenpanzer haben sie zum Beispiel gefordert, die es aber erstmal sehr restriktiv gehandhabt hat, man gesagt. Leider. Immer noch das, was wir hören aus der Bundesregierung, keine schweren Waffen. Und das ist sehr schade. Frau Beck, schön, dass Sie bei uns sind. Sie kommen quasi gerade aus Kiew, waren in dieser Woche dort. Und die Bilder, die uns heute aus Butscha erreichen, das sind 25 Kilometer von Kiew entfernt. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben? Sie haben mich nicht überrascht, denn es war schon lange klar, dass in diesem Krieg mit einer ungeheuren Brutalität vorgegangen wird. Und vielleicht zitiere ich meine russischen Kolleginnen, die immer gesagt haben, es ist nicht nur Putins Krieg, sondern die Soldaten, die vergewaltigen, die brandschatzen und morden, dazu sind sie nicht gezwungen. Es gibt auch eine Beteiligung eben dieser Soldaten, die in ihrer Gewalt vollkommen enthemmt sind. Und ich fordere seit Wochen, dass wir nach Mariupol schauen. Denn
es sind alle Anzeichen da, dass es sich dort um eine gezielte Vernichtung der Bevölkerung handelt. Das fällt unter die Völkermord, die Genozidkonvention. Und wir ziehen es aber politisch vor, nicht so genau hinzuschauen. Bevor wir zu dem auch kommen, was Sie in Kiew selbst gesehen haben, was Sie erlebt haben, ganz kurz noch die Reaktion von Ihnen. Reicht denn das aus, was der Bundeskanzler da gerade gesagt hat? Ich habe gelernt, dass Präsident Macron 20 Mal mit Präsident Putin telefoniert haben soll im März. Auch Kanzler Scholz hat telefoniert und immer wieder den Kontakt gesucht. Ich würde sagen, es gibt ein Missverhältnis zwischen dem Dialog, der in Ordnung ist, aber der Bereitschaft, Putin auch zu zeigen, wir handeln ernsthaft, auch wenn es uns was kostet. Und das sind zwei Dinge. Wir füllen nicht mehr Putins Kriegskasse. Und das Zweite ist, wir statten endlich die Ukrainer mit den Waffen aus, die sie brauchen, um ihre Zivilbevölkerung zu schützen. Die Ukraine führt keinen Angriffskrieg. Sie hat nicht Russland angegriffen, sondern Russland hat die Ukraine angegriffen. Und wenn gesagt wird, das ist ein sinnloser Krieg, für Putin ist dieser Krieg nicht sinnlos, denn er hat etwas vor. Er will die Ukraine vernichten und besetzen. Frau Beck, Sie waren ja für die Grünen im Bundestag. Und jetzt sagt aber der grüne Bundeswirtschaftsminister zu dem, was Sie gerade gefordert haben, das geht nicht mit Energielieferungen, die brauchen wir noch. Man reduziert die jetzt, man will sich unabhängig von russischen Energielieferungen machen, aber das geht nicht so schnell. Und das sei nicht realistisch, was Sie da fordern. In der Tat werden die Ukrainer jetzt Opfer der letzten 20 Jahre, in der alle Warnungen überhöht worden sind, dass wir uns nicht in dieser Weise abhängig machen sollten von russischem Gas. Alle Warnungen sind überhört worden. Dafür ist übrigens ein grüner Klima- und Wirtschaftsminister nicht verantwortlich. Es ist sehr schwer, tatsächlich sofort auszusteigen, aber ich glaube, wir sollten uns klar machen, mit welcher Aggressivität Putin bereit ist, voranzuschreiten. Und das ist ein Krieg gegen Europa. Die Ukrainer kämpfen derzeit für uns. Und wir hoffen immer noch, dass wir warm und trocken uns zurückhalten können. Es könnte anders kommen. Und deswegen wären wir gut beraten, jetzt, so wie Botschafter Melnik es gesagt hat, sehr schnell davon auszusteigen, selbst wenn das für uns Härten bedeutet. Und ich glaube, in der Bevölkerung gibt es dafür viel Verständnis. Die Menschen sehen, wie die Ukrainer leiden. Herr Melnik, sehen Sie das genauso? Oder geht es nicht in Wahrheit gar nicht darum, ob wir Deutschen jetzt einen Monat Kälte haben, also warm und trocken, hat Frau Beck ja gesagt, sondern darum, dass jedenfalls das Argument der Bundesregierung, dass die deutsche Industrie am Boden liegt und nicht mehr produzieren kann, was ja auch gravierende Folgen hätte, wenn es jetzt diese Gaslieferung nicht mehr gäbe. Ja, wir haben ja gehört in den letzten Wochen, dass es auch andere Meinungen gibt, auch unabhängige Institute, die sagen, ja, das wird Deutschland treffen, aber nicht so hart und nicht so apokalyptisch, wie auch der Wirtschaftsminister das sagt oder der Bundeskanzler. Wir haben ja gehört, Frau Baerbock, sie hat gesagt, noch am Anfang des Krieges, wir sind bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Nach zwei Wochen haben wir gehört, unser Wohlstand ist gefährdet. Auch heute gerade oder gestern von Herrn Lindner, dem Finanzminister. Und ich glaube, diese Wahl zwischen Pech und Cholera, wie Frau Baerbock das gesagt hat, also wir Ukrainer bekommen Pech, Cholera und Corona dazu obendrauf. Das heißt, das ist die Entscheidung der Bundesregierung. Dafür trägt der Kanzler und die Ampelkoalition die Verantwortung. Und ich glaube, dass ein Thema des Gewissens, des reinen Gewissens, auch hier eine wichtige Rolle spielen sollte. Jetzt geht's los mit den User-Fragen. Vielen Dank für die Antwort. James fragt über Twitter, hat die Ukraine mittelfristig eine EU-Beitrittsperspektive trotz des Konflikts mit Russland oder ist das jetzt unmöglich geworden? Sie fordern es ja, das wissen wir, Herr Melnik. Also es wäre ungeheuerlich, wenn wir Putin die Macht geben, zu bestimmen, ob die Ukraine Mitglied der EU werden darf oder nicht. Das folgt genau der Logik, die wir viel zu lange verfolgt haben. Klare Antwort, vielen Dank.
gleich die nächste Frage, die hier kommt. Warum waren Sie eigentlich in Kiew? Was haben Sie da gemacht? Wen haben Sie getroffen? Vielleicht einfach ganz transparent ja. mal. Also wir sind ja in einem kleinen Institut und arbeiten mit vielen Ukrainerinnen und Russinnen. Zentrum Liberal Modern. Genau, zusammen. Wir haben ein Begegnungsprogramm mit den Abgeordneten der Rada und deutscher Parlamentarier. Und ich selber bin ja seit dem Maidan sehr, sehr viel dort gewesen. Ich hatte das Gefühl, man muss einfach da sein. Das, was 37 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit aushalten müssen, das ist doch für mich auch zumutbar. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie die Ukrainer über Jahre beobachtet. Sie waren immer wieder da. Sie waren auch auf dem Maidan, als es die Revolution dort gegeben hat. Und dann gibt es jetzt einen russischen Präsidenten, der sagt, diese Ukraine können wir überrennen, da wird sich niemand wehren. Ist das eine Fehleinschätzung, die Sie völlig fassungslos macht, nach dem, was Sie vor Ort überlebt haben und wie Sie die Ukraine auch kennengelernt haben? Mich hat nicht fassungslos gemacht, dass Putin diesen Krieg ausweitet. Geführt hat er ihn seit 8 Jahren in Donbass. Dass er ihn ausweitet, hat mich nicht fassungslos gemacht. Ich habe es erwartet und ich war fassungslos über die Naivität der westlichen Gemeinschaft, dass wir seit dem Herbst diesem ungeheuren Aufmarsch der russischen Armee von 3 Seiten, Belarus, russische Grenze und Schwarzes Meer, zugeschaut haben und immer noch gemeint haben, es würde nichts passieren. Hätten wir aber uns, Frau Beck, ja, dazu gehört zur Wahrheit dazu, das war ja, waren nicht nur wir, also Westeuropa, die EU, sondern auch die Ukraine hat in der Zeit, als die Truppen aufmarschierten, immer gesagt, Vorsicht, nicht überdramatisieren, das ist nicht gesichert, dass das kommt. Haben Sie auch falsch eingeschätzt? Ich habe vom ersten Tag, es gab ja 2 Aufmärsche im April und dann im November, immer wieder, und das kann man auch schauen, also fast jeden Tag appelliert an die Bundesregierung, dass man diese Gefahr sehr ernst nehmen sollte. Und wir haben auch angeboten, dass man präventiv agiert, dass man auch Sanktionen verkündet, zumindest schrittweise, was geschehen würde, sollte Putin seine Truppen nicht zurück erobern. Und das hat man alles ignoriert. Und jetzt sieht man, wo man ist. Also. Leider. Ich will nur noch mal daran erinnern, das war ja Präsident Biden, der gesagt hat, wir wissen, die Russen werden angreifen. Und da gab es von Präsident Zelensky schon Aussagen, wo er gesagt hat, wir wissen es eben nicht und wir wollen die Situation jetzt auch nicht zusätzlich anheizen. Ich muss Ihnen sagen, dass wir jeden Monat seit dem Truppenaufmarsch, das heißt seit Anfang November, knapp 3 Milliarden Euro verloren haben, die Wirtschaft, nur weil eben diese Gefahr im Raum stand, weil natürlich auch die Wirtschaft verunsichert wurde, die Menschen natürlich auch. Aber das soll nicht jetzt davon bitte ablenken, dass diese Gefahr nicht nur von den Amerikanern klar benannt wurde hier in Berlin, sondern auch von den Briten und anderen Partnern in der NATO, auch von unseren Nachrichtendiensten. Aber man hat das einfach hier auf die leichte Schulter genommen. Herr Botschafter, wenn man Sie fragt, macht Deutschland genug, um der Ukraine zu helfen, dann sagen Sie seit Wochen, nein, macht es nicht, liefert nicht genug Waffen, ist auch zu zögerlich, ist mit den Sanktionen zu hart. Damit kritisieren Sie direkt die Ampelregierung und damit auch Parteikollegen von Ihnen, Frau Beck. Wie ist denn Ihre Perspektive? Trauen Sie sich das gegen die eigene Partei und Regierung zu sagen, das stimmt, was der sagt, ihr macht nicht genug? Also ich bin aus der aktiven Politik ausgestiegen. Und nicht umsonst ist unser Zentrum Liberale Moderne überparteilich. Und mein Mann und ich sind nicht in unserem zarten Alter noch mal. Dann mal los. Wir treten seit Jahren ein dafür, dass ernsthaft die Ukraine als Teil Europas angesehen wird. Und seit der Krieg begonnen hat, und ich sage noch mal, er hat vor 8 Jahren begonnen, dass wir aufhören zu hoffen, wir könnten alleine mit Dialog- und Kompromissangeboten Putin gnädig stimmen. Putin ist anders gestrickt. Putin reagiert auf Härte und Widerstand. Das hätte er und hätten wir auch zu unserer eigenen Sicherheit aufbauen müssen. Denn niemand kann uns garantieren, wenn es Putin gelingt, die Ukraine zu schlucken, ob er dann nicht Polen und das Baltikum angreift. Und die Polen sehen das sehr genau. Die sind nicht so gelassen wie wir hier in Deutschland.
Herr Botschafter stellt ja auch immer wieder in Frage, dieses große Wort Zeitenwende, sagt er, klingt groß, aber wird das überhaupt genügend mit Leben gefüllt? Aber wird es auch richtig verstanden in Deutschland? Hat die Politik das schon richtig verstanden? Also wenn man sich überlegt, von welchem Ort wir gestartet sind, am 27. Januar gab es die erste Ukraine-Debatte und dort wurde noch gesagt, keine Waffen, hat sich diese Regierung sehr bewegt. Und ich weiß, dass der Wirtschaftsminister extrem unter Druck ist, weil die Chemie ganz, also insbesondere die Chemieindustrie, ganz große Alarmtöne anschlägt. Und es ist auch eine Verantwortung. Das ist nicht, will ich nicht kleinreden. Und so ein Embargo würde natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein und reinhauen bei uns in der Wirtschaft. Was ich glaube, unterschätzt wird, ist, dass dieser Krieg in der Ukraine etwas ist, der mit uns auch was zu tun hat. Und zwar nicht nur, weil wir die Gewalt zulassen, sondern weil Putin eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Westen sucht. Das ist die NATO. Und ich bin mir sicher, er würde nach einem Sieg in der Ukraine weitermachen. Das heißt, es geht auch um unsere Sicherheit. Bevor wir abschließend noch mal zu Ihren Erfahrungen in Kiew kommen, würde ich Sie gerne fragen, dass Sie uns noch mal einen aktuellen Status geben. Sind wirklich alle russischen Truppen aus dem Raum Kiew abgezogen? Wie ist die Lage dort und wie ist die Lage im Südosten heute in der Ukraine? Ja, die Truppen sind zwar abgezogen worden, aber die Frage ist, wohin? Und es geht jetzt leider um eine Umgruppierung der Streitkräfte. Putin möchte alles unternehmen, damit er nicht nur Mariupol jetzt einnimmt, sondern damit er auch weiterhin im Donbass vorrückt. Und das ist das Schlimmste, was wir haben. Deswegen brauchen wir auch diese schweren Waffen. Wir können zwar mit Antipanzer-Raketen den Aufmarsch und das Vorrücken zwar stoppen, verlangsamen, aber wir können nicht die Gebiete zurückerobern im Süden, im Südosten, da wo die Menschen schon seit 39 langen Kriegstagen zu leiden haben. Und darauf kommt es an. Wir müssen alles unternehmen mit Hilfe der Bundesrepublik. Und da geht es wirklich um schwere Waffen, um gepanzerte Wagen, um Artillerie, um Mörser, auch um Kampfjets, also um alles, was lieferbar ist, um uns zu helfen. Dieses Inferno, das wir gestern in Bucha, in der Nähe von Kiew, erlebt haben, diese schrecklichen Bilder, das darf man doch nicht zulassen und nicht zumuten den Menschen, die da in Mariupol insbesondere, das ist der Inbegriff des Grauens und Hölle auf Erden. Und ich hoffe mir, dass dieses Kriegstribunal nach dem Ende dieser Aggression dort in dieser Stadt stattfindet, wo nicht nur die Offiziere, die diese Massenmörder begehen, sondern auch die Führung Russischer Föderation zur Verantwortung gezogen werden muss. Herr Botschafter, letzte Frage an Sie. Wenn Sie sagen, die Russen sind um Kiew abgezogen, jetzt hat der Bundeskanzler ja gerade gesagt, da müssen unabhängige Beobachter sofort eingelassen werden, um eben zu untersuchen, was da passiert ist, wird kein Problem sein, oder? Lässt die Ukraine das zu? Ich weiß nicht, wieso Herr Bundeskanzler sich solche Fragen stellt. Selbstverständlich sind schon längst dort Menschen und internationale Organisationen, NGOs, Menschenrechtsaktivisten, die da Zugang bekommen werden, um das Ganze zu dokumentieren. Es sind hunderte Menschen, die exekutiert wurden. Und wir haben das größte Interesse daran, dass die Gerechtigkeit hoffentlich früher als später siegen wird. Und nur auf solche Weise können wir verhindern, dass ähnliche Verbrechen auch in anderen Teilen der Ukraine, die unter Besetzung sind, geschehen werden. Glauben Sie ihm das? Ist das kein Problem? Kann man sofort hingehen und untersuchen? Also ich glaube mit Sicherheit, dass die Ukraine internationale Beobachter dort reinlassen würden. Aber ich habe auf meinem Handy noch die App, die Warn-App von Luftangriffen und Artillerieangriffen auf Kiew. Und bevor ich gegangen bin, hatte ich alle 2 Stunden eine Warnmeldung. Das heißt, auch das stimmt nicht, dass es keine Angriffe auf Kiew gibt. Es gibt noch Angriffe auf Kiew. Es gibt nach wie vor Artillerieangriffe. Und ich bin nicht zuversichtlich, dass Putin von seinen Kriegszielen abgelassen hat. Ich glaube, dass derzeit die Truppen umgruppiert werden und dass es darum geht, den gesamten Osten abzutrennen und auch den Süden abzutrennen. Und das heißt Odessa. Die Stadt Odessa hat heute zum ersten Mal großflächige Artillerie- und Cruise-Missile-Angriffe erlebt. Die kommen
von den Schiffen, von den russischen Schiffen, die das Schwarzmeer blockieren. Ich bin davon überzeugt, dass Putin es darauf absieht, eigentlich die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste zu erobern. Und wir sollten das ernst nehmen und uns nicht schon wieder in der Hoffnung wiegen, jetzt hätte er sich zurückgezogen und eigentlich wäre die Sache schon vorbei. In der Ukraine und in Kiew wird damit gerechnet, dass es eher noch schlimmer wird, wenn wir nicht den Himmel schließen über der Ukraine. Letzte Frage an Sie. Ist das das Wichtigste, was Sie mitgenommen haben jetzt aus Kiew? Ja, mein Mann und ich waren in dem größten Kinderkrankenhaus dieser Stadt. Alle Ärzte sind geblieben. Es ist unvorstellbar, was an Kindern, wenn sie lebend aus dem Osten überhaupt dieses Krankenhaus erreichen, was diese Kinder für Verletzungen haben. Und diese Bomben und Artillerie kommt aus der Luft. Deswegen bin ich der Meinung, gebt den Ukrainern endlich die Waffen, damit der Himmel über der Ukraine geschlossen werden kann. Frau Beck, eindeutiger Appell, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Herr Melnyk, auch Ihnen vielen Dank für den Besuch und die deutlichen Worte. Vielen Dank für eure Fragen. Hier im Ersten geht es heute natürlich weiter zu diesem Thema in der Tagesschau. Das Erste sendet dann um 20.15 Uhr einen Brennpunkt über die Ereignisse in Butscha. Und Frau Beck könnt ihr später wiedersehen bei Anne Will, dann um 22 Uhr. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank euch. Einen schönen Abend bei uns im Ersten oder wo immer ihr ihn auch verbringen mögt. Tschüss.